Gestern war ich mit dem Fahrrad auf dem Nordwirrlingen unterwegs, ein Verkehr. Er ist rot geworden, ich bin stehen geblieben und höre plötzlich hinter mir Geschrei. Ich drehe mich um, da war eine Frau. Man könnte eigentlich ehrlichkeitshalber auch sagen, Schawellen auf einem Drummer Mountainbike mit Schimpansenmaul umgehängt und angeschmiert, wo man sagt, das Schminken hat ich nicht in der Hochschule gelernt. Und dann pfeift es mir an, was mir einfällt, ohne Maske unterwegs zu sein, ob ich nicht die Zeitung lesen kann, ob ich zu blöd zum Zeitung lesen bin. Und ich habe gesagt, na, also hören Sie mal, was wollen Sie denn? Ich bin allein auf dem Fahrrad, ich darf ja wohl noch ungefiltert die Autoabgase einatmen, hab ich ganz freundlich gesagt. Und dann hat sie gesagt, sie hört nicht, was ich reden tät. Dann habe ich gesehen, die hat tatsächlich so große Kopfhörer auf dem Kopf gehabt. Sie also hat ja einen irren coolen Sound gerade auf die Hörer. Dann ist grün geworden, ich bin weiter und ich dachte mir, hoffentlich fährt mir die jetzt nicht noch lang nach und dann wird es nochmal rot und dann fängt es nochmal an. Wie vom Teufel gehetzt bin ich weiter gerast, muss man schon fast sagen.